Hallihallo, ich bin die Hanna von Du hast die Macht und ich stehe hier gerade in Recklinghausen vor dem Max-Born-Berufskolleg, denn die Gestaltungsklasse hier hat den Wettbewerb Klasse in dem Pfad aufgewonnen. Hier geht's gleich los, schauen wir mal rein. Glück mit dir, Sternenstaub in den Augen seit dem ersten Tag. Heute Nacht reisen wir unseren Sternen nach. Halt mich an der Zukunft fest, wenn es denn... Ich stehe hier jetzt gerade mit zwei Schülerinnen der Gewinnerklasse, die auch gleichzeitig bezaubernde Moderatoren der Veranstaltung sind. Einmal Ann-Sophie. Ja. Und einmal Marie. Ja. Wie sieht's aus? Wie habt ihr euch denn darauf vorbereitet? Also wir waren erstmal ziemlich überrascht, dass wir das Ganze hier überhaupt gewinnen und haben dann im Turbo alles vorbereitet und dann besprochen, wer welche Aufgaben übernimmt und ja. Erzähl mal du ein bisschen, Marie, über das Projekt irgendwas, was ihr überhaupt macht und was wir hier finden können. Ja, eigentlich haben wir das Projekt gemacht, um das Kinderhospiz bekannter zu machen, weil die auch sehr auf Spenden angewiesen sind. Und das war dann ein glücklicher Zufall eigentlich, dass dieser Wettbewerb zu dem Zeitpunkt dann stattgefunden hat. Ja, und dann haben wir uns da halt angemeldet und sind froh, dass wir jetzt dadurch auch noch Spenden sammeln können und dass das noch mehr an die Öffentlichkeit kommt. Und welches ist das genau? Welches Kinderhospiz? Ja, der ambulante Kinderhospizverein Recklinghausen. Okay, und was macht ihr da jetzt genau? Also was wird hier jetzt genau gemacht, um die Spenden einzusammeln? Die Leute, die kommen, können unsere Bilder ersteigern, die wir halt für das Kinderhospiz gemalt haben. Ja. Und mit dem Erlös helfen, also den Erlös spenden wir dann dem Kinderhospiz. Haltet die Welt an, lasst uns den Streit verwerfen, denn dein Lächeln hat einen Ehrenplatz in meinem Herzen. Klettern auf das Dach der Welt für einen Freudentanz. Ich stehe hier jetzt mit Jonas, Mathis und Till. Wie kamt ihr zu dem Thema Sterbebegleitung überhaupt? Wie habt ihr euch da vorbereitet? Wie habt ihr euch da reingearbeitet? Ja, wir haben von Frau Gref, unserer Lehrerin, unserer Kunstlehrerin gehört, dass das ambulante Kinderhospiz jetzt demnächst 10-jähriges Jubiläum hat und dass wir uns überlegt haben, dann dazu was zu machen, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Und das war für einige ja schwieriger, sich halt in dieses Thema mit Sterben reinzudenken, für andere leichter. Einige sind mit in eine Familie gegangen und haben dann auch direkt mit den Kindern Kontakt gehabt, mit den Familien. Die anderen haben sich halt nicht so viel getraut, aber es ist auch nicht weiter schlimm. Ich meine, es ist halt echt ein hartes Thema. Und wie ist dann so das Gefühl irgendwie, ja, ich kann hier helfen, ich kann wirklich was machen und jetzt ist es so groß geworden? Ja, das ist auf jeden Fall ein tolles Gefühl und wir kriegen auch echt viele positive Rückmeldungen und wir glauben, dass das dem Hospiz auch wirklich hilft. Die Aktion beginnt jetzt. Niemand hat das Recht, niemand außer wir. Schrei es in den Himmel, schreib es auf Papier. Hör auf zu träumen, wir machen alles wahr. Hier werden jetzt die Bilder versteigert von der Schulklasse. Habt ihr die schon mal angeschaut? Ja, ganz kurz. Ja, ein paar. Was sagt ihr dazu? Ja, sind auf jeden Fall gut, besonders für den guten Zweck und alles. Also ich denke mal, da werden einige schon mitbieten und ja. Freut ihr euch auf Fahrt? Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Ist mal cool, dass so einer auch mal zu uns an die Schule kommt. Und findest du auch cool, dass er sich dafür engagiert? Auf jeden Fall. Ist ja wichtig auch, dass sich solche Menschen auch dafür engagieren. Da die Aktion jetzt beendet ist, bitte ich nun Vanessa und Fahrt, den Rapper aus Gladbeck, auf die Bühne. Ja, Fahrt, wieso hast du dich dafür entschieden, diesen Wettbewerb zu unterstützen? Also allgemein ging es ja bei dem Wettbewerb darum, etwas Gutes zu tun, etwas Politisches einzusetzen, etwas Sozialkritisches auf die Beine zu stellen. Auch nochmal ein großes Lob an eure Lehrerin, weil es wirklich ein sehr mutiges Thema ist, mit dem ihr da für euch reingegangen ist. Also von daher fand ich euer Projekt sehr cool und wir mit Du hast die Macht haben dann entschieden, dass ihr die Gewinner sozusagen seid. Wie geht's euch endlich aus? Seid ihr gut drauf? Euer Name ist F.A.R.D. Ich bin nicht so ein guter Redner, aber ich versuche ein guter Rapper zu sein. Lasst mich eure Hände sehen, kommt schon alle zusammen. Okay, das sieht sehr gut aus. Für die Schule macht man das heute verrückt. Ich wollte eigentlich nie wieder zur Schule gehen. So läuft das Leben. Heute bin ich wieder hier. Okay, komm schon, Recklinghausen.
aufgewachsen auf dem Fußballplatz. Sein Jugend der nur Interesse am Fußball hat. Der nichts hat, außer seinen alten Lederball. Von dem Lehrer sagt, er sei ein Pflegefall. Weil er jeden zweiten Tag die Schule schwänzt und mit keiner Sekunde an seine Zukunft denkt. Er ist lieber auf dem Arschelplatz, träumt dort davon, dass er den Fußball seine Asche macht. Niemals wieder vergesse ich deinen Anblick. Jeder meiner Gedanken trägt Zellams Handschrift. Wie gemalt sahst du aus, als ich dich sah? Fata Morgana, gibst du, du bist nicht wahr, nicht wahr? Zu schön, um wahr zu sein. Auf dem Boden, den Zellern läuft, will ich die Straße sein. Wie gelähmt war ich, als mich dein Blick traf. Halte mich für naiv, doch ich glaub, es war Schicksal. Sehr schön, sehr schön. Hätte ich den Mund frei, ich will mir wünschen, dass ich wunschlos bin, ich schwer und keine Wünsche hab. Leider ist das Leben kein Wunsch, sonst her. Doch ich schließe meine Augen und wünsch mir was. Komm, hätte ich den Mund frei, ich will mir wünschen, dass ich wunschlos bin, ich schwer und keine Wünsche hab. Leider ist das Leben kein Wunsch, sonst her. Doch ich schließe meine Augen und wünsch mir was. Fertig aus, das war's von uns, Alter. Vielen Dank, dass ihr am Start gekommen seid. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Macht noch mal einen riesigen Applaus für die FA, okay? Killer, Alter, wir sind draußen. Wir sind jetzt in der Lage, die stolze Summe von Jakob, 1295 Euro, an den ambulanten Kinderhospizdienst Recklinghausen zu spenden. Vom Max Born, Berufskolleg, mit Unterstützung von Fahrt, von Du hast die Macht, Vanessa Genscho. Und natürlich der wunderbaren Klasse A1G2. Also herzlichen Dank an die Klasse für diesen Einsatz. Wir wollen weder dein Haus, noch wollen wir deinen Schmuck. Uns dürstet es nach Freiheit, gebt uns einen Schluck. Denn es heißt, kommt Zeit, kommt Rat, richtig. Ja, ich habe Fahrt auch noch eine Minute für mich gewinnen können. Wie war es? Erzähl mal vom ganzen Tag, überhaupt von dem Projekt. Also ich hatte, der Tag war auf jeden Fall cool, wir sind hier angekommen. Dann wurden wir direkt ganz nett begrüßt auf der Schule von den ganzen Kids so. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass so viel Anklang heute hier sein wird wegen Rap-Musik, aber es hat doch trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Leute waren alle sehr nett zu uns, sehr höflich, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und das Projekt würde ich, sage ich einfach ganz ehrlich, jederzeit wiederholen, wenn es um so eine Angelegenheit geht. Du engagierst dich ja, findest du es wichtig, dass man sich engagiert oder? Definitiv, also ich bin jetzt einfach mittlerweile in einer Rolle, wo ich das so einsetzen kann, dass es auch einen guten Zweck erfüllt und jeder muss für sich selber wissen. Ich möchte niemandem vorschreiben, wie er seine Verantwortung zu tragen hat. Ich mache das, solange ich nehme mir die Zeit dafür, das zu machen und ich mache das gerne und ich mache das mit der Ambition, dass da was Gutes bei am Ende des Tages rumkommt. Wir haben jetzt vor kurzem ein Benefizkonzert veranstaltet für einen Jungen, der im Wachkummer liegt, weil er geschlagen worden ist und da kamen halt auch mehrere tausend Euro halt zustande und der komplette Erlös ist an ihn gegangen. Du hast ja vorhin auf der Bühne gesagt, dass du dich noch nicht selbst wirklich mit dem Thema Sterbehilfe beschäftigt hattest. Hat dich das dann berührt jetzt oder fandest du es auch toll, dass es deinen Horizont erweitert hat? Also es war so, dass ich mich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe und da hast du vollkommen recht, dass ich das gesagt habe, aus dem einfachen Grunde, weil es zum Glück, sage ich einfach mal, auch wenn es jetzt vielleicht doof klingt, aber zum Glück noch nicht mit mir konfrontiert worden ist, dieses Thema. Und es war wirklich so, dass ich dann so gedacht habe, okay, es gibt wirklich Leute so, die muss man vielleicht auf dem letzten Weg begleiten so und manche von denen, diese Sterbehilfe, das ist ein sehr komplexes Thema, ich habe mich damit auseinandergesetzt, aber ich möchte jetzt keine detaillierte Meinung oder detaillierten Punkt dazu geben, so dass es aussieht, dass ich, was ich sage, richtig ist. Das ist vollkommen irrsinnig. Also jeder sollte da so individuell für sich selbst vielleicht eine Meinung machen. Und das Fazit so, was nimmst du jetzt mit von der Veranstaltung mit nach Hause? Ja, dass dieses Berufskolleg sehr empfangsfreundlich ist, sehr freundliche Jugendliche, Heranwachsende kennengelernt und mit der Klasse habe ich mich auch noch mit einzelnen Leuten unterhalten und die hatten auf jeden Fall, also als ich darauf angesprochen habe, ob die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, hatten die halt, die sind damit halt irgendwie viel leichter umgegangen. So, ich glaube, die haben sich damit schon entweder abgefunden oder haben sich gut mit dem Thema auseinandergesetzt. Und das fand ich erstaunlich, dass so auch von der Lehrerin so Heranwachsende schon mit so einem Thema konfrontiert zu werden. Das ist schon stabile Leistung. Und am Ende des Tages nochmal Gruß an das Max Born Berufskolleg hier in Recklinghausen. Wir sehen uns wieder. Super, danke schön. Ich danke dir.